Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich hier auf eine ganz doofe Idee eingelassen. Und zwar fahren wir irgendwie bergab. Ich habe das Torque dabei. Ja, die Michi musste schon auf mich warten, weil ich schon nicht mehr konnte. Ja, wir fahren hier irgendwelche komischen Enduro-Trails, die ich irgendwie eigentlich gar nicht so gut kenne. Anscheinend bin ich schon mal davon einen in irgendeinem Video gefahren, aber ich kann mich nicht erinnern. Ja, wir fahren jetzt hier bergauf. Ich bin schon echt im Sack. Und dann schauen wir mal, was das heute gibt. Lang keine Trails mehr gefahren. Deswegen stimmen wir uns schon mal ein auf die Off-Season. Viel Spaß beim Video. Ich sehe, wie lange noch? Den ersten was? Okay. Gewöhn ich aber schon mal zu. Warum? Weil wir jetzt alle auf dem gleichen Berg sind. Ich dachte, wir fahren diesen einen Trail einfach. Wir wollen doch mehr fahren, oder? Als nur einen Trail. Ja? Hätte ich das gewusst, dass wir diesen Berg hier ständig fahren müssen? Dann wäre ich doch mit dem E-Bike gefahren. Wie gesagt, das ist auch gefahren. Ich hab das. Ich. Der Sportnitz Trail, den wollen wir aber nicht fahren. Okay. Weil der ist am Anfang cool, aber am Ende ist es irgendwie total steil runter. Okay. Also echte Freerider, ne? Die schieben ja auch ihr Bike. Vor allem bin ich eigentlich genauso schnell wie die Michi, wenn die tritt. Deswegen schiebe ich einfach, um ein bisschen Abwechslung in die Belastung zu bringen. Ja, ich muss ehrlich sagen, Leute, mir graut schon ein bisschen vor der Off-Season. Ich meine, ich kann natürlich auch die ganze Zeit mit dem Fokus durchfahren, aber auf so technischen, rutschigen Trails und so mag ich das Bike einfach nicht. Und bergab macht einfach immer noch ein Biobike am meisten Spaß, finde ich. Deswegen froh, dass ich das Torque noch habe, wobei ich aktuell echt überlege, ob ich das verkaufe und mir eher sowas Richtung Trailbike hole, wo man auch besser bergauf mitfahren kann, weil der Thomas schon gesagt hat, das Torque trägt man am besten bergauf. Wo fängt der Trail an? Hier ist der Trail gleich lang, den wir runterfahren. Gucken wir uns das mal an. Ja, das ist kein Problem. Aber der ist schon ein bisschen größer. Da ist eine ganze Strecke, da sind doch voll die krassen Sprünge drin. Ja, lass das mal abrollen, lieber. Ja, wenn das zwei Trails sind, fahren wir die einfach beide einmal. Ja, wir gucken mal. Ich würd mir das gerne halt alles angucken. Ja, du bist ja der Local, willst du nicht vorfahren? Okay. Du sagst ja, es kommt nichts Wildes, ne? Boah. Boah, das muss ich aber noch mal schöner fahren. Guck mal, da sind die ganzen Jumps. Was haben die denn hier für fette Jumps hingebaut? Voll krass. Leute, dieses kurz einen Trail fahren, 30 Sekunden und dann wieder hoch, da kommt man irgendwie nicht ans Fahren.
Das ist irgendwie echt nicht so geil. Schon echt vergessen, wie das war. Aber es steht uns ja bald allen wieder bevor. Naja, auf jeden Fall merke ich eins, auch wenn ich das hasse mit dem Uphill-Fahren, muss ich das auf jeden Fall ein bisschen trainieren, weil sonst habe ich im Winter echt keinen Spaß. Weil ich will nicht die ganze Zeit nur E-Bike fahren. Und ja, naja, gehen jetzt nochmal hoch. Ich will die Lines mit den Doublen mal angucken. Auch mal ohne Brille, dann sehe ich auch ein bisschen was. Oh Gott! Oh Gott! Ich wollte eigentlich nur den ersten machen, aber dann geht das nicht, dass man abbricht. Ja, schön fühlen die Sprünge sich nicht an hier. Aber was zu machen? Bin ich mit Dämpfer zugefahren übrigens? Wird nicht mehr befahren. So, wir radeln zum nächsten Trail. Das hier war jetzt nicht so, ja, so schöne lange Abfahrten. Fand ich auch ganz nett. Aber um jetzt hier ein bisschen radeln zu fahren, glaube ich, die Abfahrt mir zu kurz. Steht in keinem guten Verhältnis zum Uphill. Aber wie das ja meistens so ist, ne? Der Michi gibt Gas. Ah. Ja, schon heftig, wenn man das nie macht, ne? So Uphill fahren. Ist das immer wieder anstrengend. Mit Ausdauer kann man eigentlich gut trainieren, aber naja. Ich hoffe, wir sind jetzt gleich da. Neuer Trail. Ja, die Stamp One Pedalen, die kann ich nicht mehr behalten. Das sind dringend neue her. Langsam das Fahren ist echt scheiße hier. Das sollte am Tag kein Problem sein. Oder? Ich sehe die nicht. So, nee. Das ist ja halb so wild, glaube ich. Das Stück hier ist halt nur wirklich falsch, wenn es nass ist, mache ich das nie, weil das schon doof ist. Komme ich nicht zum Stehen. Und dann kommen zwei Sprünge. Ein großer und ein kleiner. Und dann teilt sich das, glaube ich, in links und rechts. Ich weiß nicht, ob das auch richtig ist hier. Ja. Ach. Das sieht schlimm aus, wenn man drauf zufährt. Schon groß das Ding. Ich wollte mich ein bisschen an den Sprung rantasten. Ich fahre danach nochmal raus.
Ticken schneller. Ja, hier kann man schon ein bisschen Spaß haben. Viel zu viel Reifendruck, ey. So Leute, haben wir. Sie kommen, ja, wir müssen abhauen. Die super schöne Trail-Tour geht weiter. Wir sind mal wieder auf dem Uphill und haben noch einen Trail vor uns, die Michi mir unbedingt zeigen wollte. Ich glaube, das ist der Trail, den ich aber schon mal gefahren bin und schon kenne. Deswegen, ja, ist aber ewig her. Also vielleicht keine bösen Überraschungen. Eigentlich sind die Trails ja alle ganz cool. Wäre da nicht der Uphill. Aber ich dachte mir, Leute, ich habe so lange nicht mehr rumgejammert wegen Uphill. Es wurde einfach mal wieder Zeit. Oder was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Schon, oder? Ja. Die ganze Zeit war ich immer nur happy, schöne neue Sprünge gelernt und so. In Bikeparks, Österreich. Und da muss einfach auch mal wieder so ein richtig gepflegtes Uphill-Gejammer rein in ein Video. Aber sage ich euch schon mal eine Sache. Ein klein bisschen wurmt es mich schon. Ich wäre da schon gerne fitter. Vielleicht wird das so eine Challenge für den Winter, oder? Für dich? Für dich? Auch? Nee. So, mitgehangen. Du hast doch dann das mitgefangen. Fokus. Das schnapp ich mir. Ja, das Fokus wird verkauft. Naja, wir radeln jetzt mal hoch. Ich steige jetzt auch mal wieder auf. Und dann geht's weiter. Wir müssen gleich die Brille kurz in den Rucksack packen bei dir, weil ich sehe mit dem Wald halt nichts. Was ist das hier? So Leute, fertig mit dem Tag. Wir radeln zurück zum Auto. Ich muss auf jeden Fall mehr Trails fahren trainieren und mehr Uphill fahren trainieren. Denn jetzt haben wir ja knappe 3 Abfahrten gemacht oder so. Und das Ding ist, man ist halt jetzt erst wirklich langsam warm und könnte jetzt halt ja gut, also was heißt warm? Warm fürs Downhill fahren, ne? Also bergab. Aber man kann halt körperlich einfach kaum mehr hoch. Das ist halt so der Struggle. Und deswegen muss da auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Hier rechts? Nee. Oder halt wieder E-Bike, ne? Aber ich habe halt echt so gemerkt, einfach bergab. Das ist einfach, dass mit dem Torque halt viel mehr Bock, ne? Das ist viel geiler mit einem leichteren Fahrrad. Naja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Ich denke mal, ich werde mir das einfach für die Wintersaison aufsparen. Wieder mehr Trails zu fahren.
Schreibt mir gerne mal, wie ihr das so handhabt, ob ihr wirklich an viel Bikepark sonst nur fahrt oder ob ihr das immer wechselt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da, kommentieren, Glocke aktivieren und wir müssen recht abbiegen. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.